Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem weiteren kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Und zwar, wie ihr es im Hintergrund schon seht, ich habe eine Trophäe gefangen und um diesen Fisch geht's auch. Und zwar um den Sterlet. Vorweg gehen direkt Grüße raus an Servobi. Danke dir für den Spot und ja, der Spot ist noch aktiv. Also, wie ihr seht, hier habe ich so ein bisschen rumgetestet. Weil ich immer noch auf der Suche nach diesen blöden Lauben bin und bisher immer noch keine einzige Laube gefangen habe. Und es ist der vorletzte Fisch, der mir fehlt, dass ich da Bronze bekomme. Mir fehlt noch die Laube und die Grundel. Die Grundel werde ich irgendwie noch hinbekommen, aber die Laube will nicht so, wie sie soll. Wenn ihr dazu irgendwelche Tipps habt, haut mir die bitte gerne in die Kommentare. Danke. So, jetzt aber erstmal, wo sind wir eigentlich? Und zwar, wir starten hier, schnappen uns das Boot, fahren hier rum, fahren hier hin zu 185,53, wo ich stehe, und werfen dann hier in den 6 Meter tiefen Bereich. Also hier, so 6,50 Meter. Hier in dem Gebiet ist der Stör, also der Sterlet. So, kommen wir mal zum Setup. Also, wir brauchen Grundruten. Bitte mindestens 18 Kilo oder mehr, weil selbst der 12 Kilo Trophäenstör, den ich da gefangen habe, selbst der war grenzwertig und widerlich zu fangen, weil der zieht wie verrückt. So, bevor wir hier jetzt mal genau drauf eingehen, weil genau an dieser Angelroute hier war auch der Trophäen-Sterlet. Wird jetzt keiner sein, aber wie ihr seht, das ist eine 42 Kilo Angelroute, die DLC-Route mit einer Rolle dazu passend. Und selbst hier so ein kleiner Stör mit 7 oder 8 Kilo kämpft wirklich ungemein. Deswegen bitte mindestens 18 Kilo oder eben höher. Das Höchste, was ihr habt, das mag komisch klingen, aber es ist so. Das war jetzt nur der 8 Kilo Störgrad. Bei dem 12 Kilo hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich ihn überhaupt mal ran hatte. Also, zum Setup. Grundruten bitte 18 Kilo oder höher, wie ich es gerade eben sagte. Ihr könnt mit oder ohne Futterkorb spielen. Das ist euch überlassen. Wichtig ist ein Zweierhaken, dass wir nicht die kleinen Fische fangen. Denn selbst darauf, auf ein Einserhaken, was ich mal vorhin kurz getestet hatte, hat eine Sumpfschildkröte drauf angebissen. Auf das Futter komme ich gleich zurück. Wenn ihr die anderen oder andere Guide-Videos von mir zum Keukarpfen gesehen habt, dann wisst ihr, dass das genau das Futter ist, was wir dafür benutzen. Ja, dann beim zweiten Setup haben wir das gleiche nochmal. Und bei unserem dritten, wie ich sagte, es geht auch mit einem Grundblei. So, kommen wir jetzt erstmal zum Futter. Und zwar Stör und Keu. Ja, das funktioniert wirklich auch bei Keukarpfen. Ich bin auch erschrocken, aber es geht. Also, wir brauchen einmal Futterstör und Co. Dazu nehmen wir die grüne Muschel. Dann hier rüber. Dann benutzen wir das Fischmehl. Dann kommt als Köder zusätzlich noch die Muschel rein. Und schon ist unsere Mixtur fertig. Und was ich damit hier gefangen habe, seht ihr hier. Da habe ich zwischenzeitlich mal kurz geblinkert gehabt. Und habe sogar den hier gefangen, der mir auch noch gefehlt hat. Ja, also es klappt hier sehr gut. Vor allen Dingen, damit hätte ich halt überhaupt nicht gerechnet. Aber umso besser. Hoppala. So, jetzt gucken wir gerade mal eben. Wie hoch ist denn der höchste Sterlet hier gewesen? 13 Kilo. Hoppala. Hä, da stehe ich ja. Okay, das war jetzt Glück. Aber ist okay. Aber ihr seht, das war der. Weil der hier ist von einem anderen Spot. Das war jetzt hier der dritte Stör. Also der Spot hier scheint wirklich richtig zu sein. Und ja. In diesem Sinne, meine Freunde, das war's auch schon wieder von mir mit meinem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Und ja, in diesem Sinne sage ich euch noch nicht danke fürs Einschalten. Wir holen erst den hier rein. Gucken wir mal, was wir hier haben. Und dann hätten wir es nämlich auch schon. Und bitte nicht wundern, ich habe den Chat absichtlich ausgemacht, weil
also ausgeblendet. Denn leider Gottes ist es so, dass wenn man in dem Chat des Öfteren mal was fragt, man meist keine Antwort bekommt oder irgendwelche blöden Kommentare kommen. Und die brauchen wir nicht. Ui. Also so in etwa hat er vorhin die Trophäe hat ähnlich gezogen, aber mehr. Nee, das müssten dann so. Holla. Ich schätze mal, so ein 8-Kilo-Stör wird das jetzt sein. Na. Na. So, kommst du jetzt mal bitte ran hier. Gerade eben sagt, das wird ja jetzt aber nichts anderes sein, außer ein Stör. Da, persischer Stör, okay, den gibt es ja auch mit 10,7 Kilo. Ja, wenn ihr die Angeln danach habt, habt ihr ruckzuck die tägliche Aufgabe fertig. Wie man sieht oben rechts. Ja, in diesem Sinne, meine Freunde, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, bedanke ich mich euch fürs Einschalten. Lasst gerne was in den Kommentaren da, wenn ihr irgendwelche Spots habt oder Fragen zu Fischen. Könnt ihr die gerne stellen? Ich werde gucken, dass ich sie euch so bestmöglichst beantworten kann, wie es mir nur möglich ist. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. See ya!